Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spiele ich Fire Department 3 für euch, denn ich habe jetzt Fire Department 2 zu Ende gespielt. Wie man sieht, gibt es hier ein neues Hintergrundvideo und das Design vom Menü hat sich auch ein bisschen verändert. Ja, dann hier gibt es Optionen, aber da möchte ich gar nichts machen. Man kann ja mal hier kurz... Ja. Okay, lustige Bilder gibt es da anscheinend. So sehen die Entwickler aus, glaube ich. Das sind bestimmt Originalfotos, total unbearbeitet, ne? Ja. Keine Sorge, gleich geht's auch los mit dem Spiel. Das ist jetzt bestimmt das letzte Bild, danach geht es bestimmt zurück zum Menü, ne? Ja. So, und dann muss man ja mal zeigen, ne? Ich würde mal sagen, das Tutorial ist, glaube ich, genau das gleiche. Von da... Ja, das müsste das gleiche sein. Kann ich hinterher nochmal nachgucken, aber ich glaube, das ist das gleiche. Ich muss einfach auf einfach spielen, weil realistisch ist für mich halt einfach noch zu schwer. Ich bin ja kein Profispieler oder so. Ja. Es sollte jetzt schneller laden als Fire Department 2, denn Fire Department 3 habe ich jetzt auf der SSD installiert. Ah, ging schnell. Sind die irgendwie verrückt? Soll ich das jetzt selber lesen? Ach, na gut. Jetzt stört mich aber die Musik, weil die so laut ist bei mir. Bald nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus musste sich Ray vor Gericht verantworten. Das Gericht war nachsichtig. Ray wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und wegen Unfähigkeit und Unzuverlässigkeit seines Amtes enthoben. Ray verschwand ein paar Tage nach seiner Verurteilung, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben. Das war vor 5 Jahren. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Genug davon. Eine neue Aufgabe wartet. Der größte Fritz-Hersteller von Feuerlöschausrüstung hat einen Vertrag mit der Ukraine abgeschlossen. Wir sind mit der neuen Ausrüstung dorthin geschickt worden, um die dortigen Feuerwehrleute auszubilden. Nach dem Abschluss der Tichen-Tests schickte man uns zu einem großen Flugplatz, wo wir uns um die Feuer- und Explosionssicherheit kümmern sollten. In einem Hangar sind die Vorbereitungen für die Vorstellung des weltgrößten Frachtflugzeugs Mriya fast beendet. Das wird ein Spektakel. Mriya. Wie spricht man das aus? Direkt ein R an das M hängen. Mriya. Mriya. Ja. So, ich freue mich schon. Präsentation auf des größten Flugzeugs. Oh, neue Sprecher. Findet in der Ukraine statt. Für diesen Anlass wurde ein Spezialhangar, eine Präsentationshalle und ein Parkplatz gebaut. Aus unbekannter Ursache sind die Kabel im Hauptgenerator des Hangars kurzgeschlossen worden. Die Funken haben neben dem Generator und dem Hangar ein Feuer entfacht. Das wird schwer, das einzustellen mit der Lautstärke, weil die Musik so laut ist und die Stimme so leise. Also da geht alles kaputt und brennt. Wieso ist denn da ein neuer Sprecher? Die großen Hangartore werden elektrisch geöffnet. Wegen des fehlenden Stroms wurden bei Ausbruch des Feuers Personen im Hangar eingeschlossen. Was ist jetzt? Das Feuer bewegt sich zu schnell.
müssen eine Möglichkeit finden, diese Menschen zu retten. Was ist das jetzt? Nein. Kommen noch Hydranten, ne? Ja, mach's doch mal. Wieso ist die Musik so laut? Okay, also. Aha. Lass die Zeit. Wird er das nicht mal sagen? Nicht alle Feuer können mit Wasser gelöscht werden. Eine Karte des Hydrantensystems wird Ihnen helfen. Also irgendwie mochte ich einen anderen Sprecher lieber. Oh, jetzt haben die Animation aufgehört. Also der... Obwohl, das ist ja auch nur ein Video, deswegen. Also, die haben wohl den Sprecher von Fire Department 2 nicht auch für Fire Department 3 bekommen. Aber einige Sprachdateien sind noch von dem alten Sprecher. Wenn man spielt, da werden, glaube ich, die anderen Ansagen noch verwendet. Also nicht die Missionstexte, sondern hier die... Sie verwenden das falsche Löschmittel und so. Ja. Also... Oh, da war eine deutsche Fahne. Ja. Wieso liest ihr das nicht vor? Was? Wir müssen das Feuer in der Nähe des Generators aufhalten. Anschließend müssen wir den Generator reparieren, den Strom einschalten und den Schalter betätigen, um die Hangartore zu öffnen. Also davor stand, die Hangartore können elektrisch geöffnet werden, aber es ist kein Strom mehr. Hinweis für einen schnellen Transport der Feuerwehrleute, können Sie Ihre Fahrzeuge verwenden. Ja. Das ist schon klar. Ist da kein Arzt drin? Okay, der Arzt fährt da mit drin rum. Wo muss ich hin? Da hinten, ne? Okay. Die Musik ist wirklich sehr laut bei mir. Ich höre gar nichts hier. Ich höre meine eigene Stimme fast nicht mehr. Ja. Also an der Grafik hat sich, glaube ich, nichts verändert, oder? Das sind aber neue Fahrzeuge vielleicht. Gut. Aussteigen, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt hier erstmal löschen und da an diesen Hauptschalter kommen oder so. Technischer Leiter hier. Da muss... Okay. Frank, Firefighter Commander. Einsatzleiter. Der Einsatzleiter kann das. Der technische Leiter nicht. Ist doch der Einsatzleiter, ne? Ich glaube schon. Wieso hat der eigentlich einen Namen? Und die anderen nicht? Tanklöschfahrzeug. Technischer Leiter muss das da... Muss da irgendwas machen? Das da reparieren? Elektrotechnische Brandursache. Feuer kann nicht bekämpft werden. Tut mir leid. Aber der da auf dem Fahrzeug kann das. Sie haben eine ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Geht das in echt auch? Ist das nicht auch gefährlich, wenn man da mit dem Fahrzeug in Hochspannung gelöscht? Da ist wieder irgendwas explodiert. Die können eigentlich schon mal alle einsteigen. Sie haben eine ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Gut, die laufen los. Ja. Wir müssen den Schalter da benutzen. Machen wir. So, die beiden fahren dahin. Alarm kann man nicht für beide gleichzeitig machen. Ja. Da ist der Schalter. Technischer Leiter steigt aus. Betätigt den Schalter. Sie haben eine ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Jetzt passiert was. Aber nur wenige Menschen rennen hinaus. Ich fürchte, einige sind ohnmächtig und brauchen unsere Hilfe. Boah, hier fliegt eine Mücke rum. Wo kommt die denn her? Außerdem müssen wir die 1225 aus der Präsentationshalle im Hangar retten. Die wollte mich gerade umbringen. Zur Rettung des Flugzeugs besteht dahin, die wollte mich umbringen. Aber der ortsfeste Generator ist beschädigt. Wir können die Flugzeugmotoren nicht starten. Wir müssen den Generator reparieren und Techniker auftreiben, damit sie ihn neu starten. Sie haben eine neue Aufgabe. Wenigstens liest er jetzt was vor.
Also, der kommt mal dahin. Die Mücke wollte mich gerade echt umbringen. Boah. Das ist unfassbar. Ich glaube, das gibt wieder eine Klage. Anzeige ist raus. So. Ich glaube, das Flugzeug sollte nicht brennen, aber da sagte wer, Sie verwenden auf falsche Löschmittel. Klasse B können nicht mit Wasser gelöscht werden. Warten Sie auf die Verstärkungen mit dem Schaum. Also nicht, Sie verwenden das falsche Löschmittel. Ich höre. Ja, Chef. Warten Sie auf den Schaum. Das ist das falsche Löschmittel. Ja. Der kann auch mal ein bisschen löschen. Ich hier. Nein, 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 nicht da löschen. Aber das Fahrzeug muss unbedingt mal zu spät. Toll. Oh, diese Feuer der Brandklasse B können nicht mit Wasser gelöscht werden. Warten Sie auf die Verstärkung mit dem Schaum. Ich habe keine Ahnung, wieso ich so spreche. Ich freue mich aber schon darauf, mein eigenes Video anzusehen. Gut. Ja. Man muss ja auch mal ein bisschen Unterhaltung mit reinbringen, ne? Oh. Ja, das kann ich nicht. Das kann er nicht. Was? Öffnen? Also es ist eine Tür. Okay. Ja, schlag mal ein bisschen mehr ein. Was macht der da? Der löscht da. Ich glaube, es ist schlauer, wenn er da hinten das löscht. Sonst brennt gleich das komplette Gebäude oder so. Niemand steht sinnlos rum. Doch der jetzt. Dann geht er die Person da retten. Ja, das Fahrzeug steht auch sinnlos rum jetzt. Diese Feuer da kann er nicht löschen, weil. Ja, weil das so ist. Aber der kann hier hinten löschen helfen. Oh. Das macht der Arzt. Der explodiert gleich noch mehr. So, der löscht das da eben und dann bringt er die Person raus. Wir brauchen ja erstaunlich weniger Einheiten dafür. Wieso schickt die mich nicht mal hier einen vernünftigen Löschzug dahin? Muss man hier was machen? Ich glaube nicht, ne? Technischer Leiter muss hier nichts machen. Und da hört man Sirenen, aber die fahren irgendwo anders hin, natürlich. Löschen? Kann er da rein? Ich glaube, das kann er nicht. Ich glaube, das kann er nicht. Na, ich würde auch sagen, das kann er nicht, ne? Kannst du das? Und jetzt? Oh, jetzt kann er das. Dann erstmal das da löschen kurz. Gut gemacht, sie haben eine Zivilperson gerettet. Oh ne, die sind erst da. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich den Erdweg dahin schicke. Obwohl dahin, nachher muss das Flugzeug da raus und das kann das dann nicht oder so. Da ist ein. Achso, der trägt die. Durchs Feuer. Sehr sinnvoll. So, vielleicht mal dahin fahren. Da kann er da ein bisschen löschen. Könnte schlau sein. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. So. Der Arzt ist auch wieder frei, ne? Das Fahrzeug ist auch wieder frei. Vielleicht kann er da mal löschen.
Ich warte auf die Verstärkung mit dem Schaum. Muss er dann die Tür einschlagen? Oder kann er da so rein? Ich glaube, der kann da so rein. Achso, ich muss erstmal auswählen. Mal gucken, ob da jemand drin ist. Es brennt jedenfalls. Gut, ich dachte schon, er sagt mir, ja, das kann ich nicht, aber das ist der Feuerwehrmann. Der kann was. Kann er das öffnen? Ja. Kann er die da retten? Ja. Das sieht nicht gut aus. Da ist ein bisschen... Oh ja, müssen wir einschlagen, da? Ja. Dann macht das mal. Wenn er die nicht einschlägt, sondern öffnet, dann macht es Boom und dann ist er weg. Was macht das Fahrzeug hier? Das macht gleich ein, sie sind gefeuert und dann ist er weg. Den könnte man ja dann wirklich feuern, ne? Ich meine, er löscht ja nicht. Fährt jetzt durchs Feuer? Das wäre dann wirklich gefeuert, aber... Ne, der fährt nur fast da rein. Oh, der wird schon löschen. Gut, die löschen schon. Der Arzt muss die Person mal rausholen. Wo ist der? Der steht da rum. Da ist aber niemand mehr, ne? Alle weg. Sehr gut. So, das Fahrzeug löscht dann noch rum. Und wie war das jetzt? Wir müssen das Flugzeug reparieren lassen, ne? Na gut, also dieser Einsatz hier ist noch ziemlich einfach. Aber das ist ja auch der erste Einsatz. Das könnte ja noch sehr viel schwerer werden beim nächsten Einsatz. Oder beim übernächsten Einsatz oder so. Okay. Ja. Jetzt muss er da wieder löschen. Da hinten eigentlich auch. Vielleicht kann der technische Leiter da mal löschen gehen. Dann machen die beiden hier irgendwas. Keinen Rauch unter der Tür einfach aufmachen. Tja. Jetzt steht er natürlich im Feuer. Da muss er nicht direkt da drin stehen. Jetzt stehen sie beide drin. Klar. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. So. Ja, da ist auch keine Person mehr drin, glaube ich, ne? Nein, den da wollte ich ansprechen, der muss das mal einschlagen gleich. Aber der muss ich erstmal da durchlöschen. So, jetzt löschen die da beide. Das ist natürlich sehr gut. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ich habe mal wieder irgendwas gut gemacht. Sie haben eine ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Sie ja. Haben eine neue Aufgabe. Was denn? Ich soll das Feuer löschen. Wahrscheinlich bevor es das Flugzeug erreichen würde. Der technische Leiter muss dahin. Der kann da unten löschen. Und der löscht das dann noch schnell. Der kann zwar kein Fenster einschlagen, aber da gibt es ja auch kein Fenster mehr. Der kann bestimmt die Tür aufmachen. Was ist da wieder explodiert? Ich höre. Tja, weiß man nicht, ne? So, alle haben was zu tun. Okay. Oh nein, ich weiß, was jetzt passiert. Die sind natürlich sehr dumm, wieder. Die fahren das Flugzeug jetzt raus, das brennende Flugzeug. Und... Das sind sehr dumme Flughafenarbeiter, die da arbeiten. Also jedenfalls der Fahrer von dem Ding da vorne. Ja. Kann ich hier schon mal weiterlöschen?
es geht, ne? Also der... Ja. Vorsicht! Das Feuer am Flugzeug wird den Container entzünden. Wasser kann es nicht löschen. Wir müssen löschen schnellstens das Feuer, denn der Container steht viel zu dicht bei den Kraftstofftankfahrzeugen. Wenn die explodieren, wird alles um die Kraftstoff aus den Tankfahrzeugen in den Container pumpen. Und ihn hinaus. Wie kann er so doppelt sprechen? Schützen Sie die Tankfahrzeuge. Wie macht er das? Wie kann man so doppelt sprechen? Wie macht er das? Gar nicht. Wie hat er das wohl geschafft? Gut, hier muss ich auf die Verstärkungen warten, sonst könnte ich ja gar nichts machen. Na gut, die anderen können hier rumlöschen. Ein bisschen. Sonst gibt es ja nicht viel zu tun. Der technische Leiter kann das da... Da kann er irgendwas machen. Keine Ahnung was, aber ich glaube, das sollten wir tun. Und zwar möglichst schnell. Da brauchen wir ein bisschen Zeit, um da hinzulaufen. Ich hoffe, der schafft das ohne Fahrzeug. Weil das Fahrzeug muss ja... Obwohl... Technische Leiter, gehen wir hier rein. Wir fahren da jetzt mit dem Auto hin. So, das Auto fährt hier hin. Das kann ja nicht hier hinfahren, dann fährt das Auto dahin. Okay, Verstärkungen sind da. Die stehen natürlich da ganz hinten rum. Das Feuer ist auf den Parkplatz übergesprungen. Ich fahre Unterstützung an. Ja, wann kommt denn die Unterstützung? Die haben Schaum. Aussteigen lassen. Der muss jetzt unbedingt dahin. Und die müssen ihm den Weg frei machen. Schaffen wir bestimmt. Ja, ja. Ist doch egal jetzt. Gut, da hinten gibt es nur normales Feuer. Das heißt, der kann mal dahin fahren. Und dann laufen hier noch zwei Leute hin, um der Chef von denen, der bleibt hier und kümmert sich um das Standardfeuer hier. Achso, das wird jetzt abgeladen. Gut, ich glaube, hier müssen ganz schnell zwei Leute hin. Und das Fahrzeug im Optimalfall auch noch. Ich glaube, hier müssen jetzt alle ganz schnell hin. Okay, das wird jetzt kritisch. Lösch die Tanks. Lösch das sofort. Das muss man sofort löschen. Sonst gibt es hier gleich eine riesige Explosion und alle sind tot. So würde das doch passieren, nur, ne? Ich glaube, Verstärkung kriegen wir nicht mehr, obwohl wir die brauchen. Das Fahrzeug ist ja schon ganz schwarz vorne. Ich glaube, wir sollten mal das Flugzeug löschen. Was? Zusammenfassung. Das Feuer hat die Tankfahrzeuge erreicht. Und die Explosion hat Zivilpersonen getötet, die gar nicht vorhanden waren irgendwie. Das Feuer ist auf das Tankfahrzeug übergesprungen, bevor die Pumpstation Pumparbeiten abgeschlossen. Was? Bevor sie die Pumparbeiten abgeschlossen hatten. Ihre Feuerwehrleute sind in der Explosion umgekommen. Diese Explosion, die war so heftig, dass die Ausbreitung des Feuers den Hangar zerstört hat. Diese Explosion, die war so heftig, die hat das ganze Land zerstört.
und alle Feuerwehrmänner im ganzen Land sind gestorben. Da gab es ja nicht dann noch Unterstützung und Verstärkung und so. Nein. Die zwei Fahrzeuge, die da waren, ne, dieser RTW und dieser eine Löschfahrzeug da und diese Schaumlösch-Leute da, das waren die einzigen Feuerwehrleute im ganzen Land und die sind gestorben, deswegen gibt es jetzt keine Feuerwehr mehr im Land. Ich sollte mal aufhören damit jetzt. Also die Musik ist jetzt einmal durchgelaufen.